Ja, jetzt im Aussteigerkanal. Heute an diesem Morgen hatte ich einen Besuch von einer Kröte. Ich wollte was über das Tier machen, weil dieses Tier ist nicht ungefährlich. Ja, das ist eine Algarvische Erdkröte, würde ich mal sagen. Ich weiß nur, hier ist ja immer so heiß im Sommer, ne? Die gehen immer in die Erde oder unter Büsche oder da halt, wo es halt schattig ist, ne? Unter Steine, in die Mauern. Und die kann ungefähr 5, 6 Mal so groß werden. Das ist also noch ein Baby. Die ist ungefähr, na, wie groß ist die? Keine Ahnung. Sind kleiner wie eine Zigarettenschachtel oder so. Und da gibt es viele Vorfälle hier mit diesem Tier. Und zwar, was kleine Kinder und Hunde und Katzen betrifft. Man sieht ja diese kleinen roten Bläschen auf ihrer Haut. Ne? Vielleicht stellt er sich mal scharf. Nein. Also in diesen Bläschen ist ein Gift enthalten. Und sie ist jetzt schon ein bisschen angepisst von mir, weil ich jetzt die von Schale in Schale getan habe. Und die waren vorher, bevor ich sie also eingefangen habe, weil ich wollte die Hunde vor ihr schützen, hatte sie diese Bläschen noch nicht. Die hat sie nur aufgebaut jetzt und sichtbar gemacht, weil ich sie jetzt umgetopft habe quasi und ihr das nicht besonders gepasst hat. Und zwar die Hunde, die nehmen die auf im Mund an die Schleimhaut und dann setzt sie ihre Giftdrüsen frei. Ne, dann setzt sie das Gift frei und da kann das Maul so dermaßen anschwillen, dass die wirklich zum Tierarzt müssen. Welpen kann man nicht mehr retten. Also ich habe schon das öfter gehört, dass man Welpen nicht retten kann. Und wenn Kleinkinder sowas aufnehmen in den Mund tun, dann ist das ein Riesendrama. Und ich weiß gar nicht, ob die dann ein Gegengift kriegen oder so. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es mit. Man soll sie auch nicht anfassen. Also ich habe sie auch nicht angefasst. Also da würde ich mich fürchten. Ich meine, das ist nun mal ihre Verteidigungsmaßnahme. Sie will hier raus. Ich wollte sie mal von vorne zeigen, weil sie tolle Augen hat. Ist es denn hier? Ja. Und in dem alten Haus, wo ich gewohnt habe, sie fangen eben jetzt nochmal an zu wandern, weil jetzt ihre Mating-Season beginnt. Und in dem alten Haus, wo ich gewohnt habe, sind die zur Verandatür reingekommen und zur Südtür wieder raus. Also sie sind einmal durchs ganze Haus und das war ihr Weg, weil der Nachbar hatte irgendwie einen Teich und da wollten die wohl hin. Also ich denke, sie brauchen schon ein bisschen Wasser, um ihre Brut abzulegen oder so. Weil die sind alle immer richtig Teich unterwegs gewesen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie sie hier reinkommt. Weil es da eingezäunt, aber vielleicht quetschen sie sich auch durch so Zäune. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es für meine Hunde gefährlich ist. Und auch für die Katzen, die kleinen Kätzchen natürlich. Die würden da ein-, zweimal so vorsichtig draufschlagen und hätten sie das Gift schon an ihren Pfoten. Dann würden sie es abschlecken und das wäre es dann gewesen mit denen, ne? Und deswegen werde ich die jetzt irgendwo raus hinsetzen. Irgendwo. Ja, Schätzchen. Also wie gesagt, es ist keine ausgewachsen. Die ausgewachsene ist, naja, bestimmt. Also die Größe, die ich gesehen habe, war ungefähr doppelt so groß wie ein Tennisball. Das sind Riesenviecher, können es werden. Und haben immer ein sehr gemächliches Tempo drauf, wenn die dann hüpfen. So hüpf, wart, 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 hüpf, wart, wart, wart. Weil sie sind sich durchaus ihres Giftes bewusst. Also Leute, wenn ihr sowas seht, nicht anfassen. Und am besten irgendwo hin tun, wo es seine Ruhe hat, das arme Tier. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.